Ja, wir sind hier mit Herrn Kolbe beim SAE-Institut und Sie bieten Studiengänge an zum Thema Gaming. Das ist korrekt. Und zwar wahrscheinlich auch noch verschiedene Studiengänge. Das ist richtig. Also wir unterscheiden da zwischen Game Art und 3D-Animation und Game Programming. Das heißt einmal den rein grafischen Teil von Computerspielen fertigzustellen und einmal den programmiertechnischen Teil, sprich informatiklastigeren Studiengang. Jetzt neu ausgekoppelt von Game Art so ein bisschen gibt es einen Kurs, der nennt sich 3D-Animation in VFX. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man im filmischen Bereich wieder mehr mit 3D arbeitet. Gerade dadurch, dass wir eben so viel, sag ich mal, auch im CGI-Bereich machen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, heute den Film digital zu unterstützen, ist das eben auch wichtig, dass da wieder Nachwuchsleute kommen, die sich mit diesen Bereichen eben gut auskennen. Und wer diesen Studiengang absolviert, kommen die alle in die Gaming-Branche oder? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die versuchen es natürlich direkt. Ne? Gerade nach einem 2-Jahres-Studium ist das jetzt nicht immer so einfach, sofort den Anschluss zu finden, klar. Aber es gibt welche, die zum Beispiel bei Crytek jetzt arbeiten. Das ist der Björn Wiemer, der da momentan, ein ehemaliger Mitarbeiter auch von uns, der da untergekommen ist. Wir haben auch schon Leute bei Ubisoft gehabt. Das heißt, man sucht schon den direkten Draht zur Industrie. Das klappt aber auch nicht immer so, wie man sich das im Kopf so vorstellt. Ich studiere kurz und bin dann direkt in einer großen Spielefirma. Man muss da schon Arbeit, Zeit und eine Menge Energie und Kraft auch reinstecken, weil gerade die Medienindustrie ja so ein bisschen davon lebt, dass sie freiberuflich ist, dass da viel Dynamik einfach ist. Das heißt, wir versuchen die Studenten so optimal, wie es geht, auf diese Industriepunkte vorzubereiten und der Lukas Mittelmann, der eben unsere Industriekontakte macht, hilft dann auch bei Bewerbungen, Bewerbungscoaching machen wir dann noch. Wir gucken, dass wir Industriekontakte auch selber generieren, um einfach unterstützende Maßnahmen zur Jobfindung da zu haben. Das heißt, die Firmen kommen auch zu Ihnen mal und zeigen aus der Praxis was? Das ist korrekt. Also wir haben zum Beispiel etwas, das nennt sich SAE Workshow. Das ist nichts anderes, als dass Studenten aus verschiedenen Bereichen Projekte vorstellen können und wir laden dann Industrievertreter ein aus verschiedenen Branchen, um einfach mal zu zeigen, das machen unsere Studenten heutzutage, da auf dem Niveau können die bereits arbeiten, dass eine Schnittstelle geschaffen wird zwischen der Industrie und den jetzt derzeitigen Studenten und man da schon Austausch hat, da schon Networking machen kann und recht früh eben diesen jungen Menschen beibringt, wie wichtig das ist, dass man gerade in so einer Industrie auf Leute zugeht, Projekte erklären kann, dass man da ein bisschen offener wird, dass man mit den Leuten in Kontakt tritt und versucht einfach auch eigenes Vitamin B zu kreieren. Und wenn ich als junger Mensch sage, ich möchte gerne in der Zukunft Games machen, was brauche ich für Voraussetzungen, was mache ich da? Ja, als erstes natürlich vor allen Dingen eine Menge Zeit und Geduld, weil das geht nicht von heute auf morgen, das ist eine Menge Arbeit, die man reinstecken muss. Wichtig ist für mich immer, dass man sagt, okay, man hat eine Motivation, warum man das macht. Also man ist selber Zocker, man hat selber vielleicht mal das ein oder andere Spiel angezockt und sagt, das finde ich vom Grafischen her so gut oder von der Programmierung interessiert mich das sehr. Man sollte den Willen haben, das sich anzueignen. Man braucht jetzt nicht schon im Vorfeld die Mega-Vorkenntnisse. Man muss nicht ausgelernt sein, um dann so ein Studium hier zu beginnen. Sondern es reicht einfach, das Interesse zu haben, sich aber trotzdem Gedanken zu machen, wo will ich damit hin? Weil wenn das Studium begonnen wird, ohne dass man sich vorher überlegt hat, was ist mein eigentliches Ziel mit diesem Studium, investiert man eine Menge Zeit und natürlich auch Geld bei unserem privaten Institut jetzt, dass man dann vielleicht nicht ausgeben müsste, wenn man vorher sich ein bisschen Gedanken gemacht hätte. Aber grundsätzlich sollte man eine visuelle Ader mitbringen, wenn man jetzt Game Art macht, wenn man Programming macht bei uns, dann sollte man eher strukturell veranlagt sein, ein bisschen organisatorisch auch veranlagt sein, weil wir da eben mit Programmierung arbeiten, die in einer anderen Form kreativ ist, als es jetzt bei Game Art der Fall wäre. Da gerade man investiert eine Menge Geld, was kostet denn da sowas, wenn man Master machen möchte? Also wenn man bis zum Master geht, wir haben jetzt momentan Studiengebühren im Game Art und Game Programming Bereich für den Bachelor, die liegen bei 820 Euro im Monat. Später beim Master kann man für 2 Jahre nochmal knapp 8.000 Euro draufrechnen. Das heißt, man sollte in der Summe knapp mit 28.000 Euro rechnen, die da auf einen zukommen. Und da muss man natürlich dann auch gerade mit mir als Bildungsberater jetzt von Köln immer mal wieder ins Gespräch gehen, wie finanziert man das, weil der Staat da eben leider ein bisschen zu wenig, sag ich mal, unter die Arme greift, weil wir als privates Institut eben auch nicht die finanziellen Mittel haben, um jetzt BAföG und KUKA-G und Ähnliches zu stellen, sondern wir müssen dann wirklich gucken, dass wir das über eigene Kreditlösungen machen oder tatsächlich als Student selber über die eigene Hausbank oder mit Eltern das finanziert wird. Aber Scheide, Sie machen, Sie bieten Studiengänge an, auch im Gaming-Bereich, die die staatlichen Hochschulen scheint man nicht anbieten oder zu wenig anbieten, wenn man das so sieht. Genau, also manche versuchen es, natürlich auch mit anderen Lehrinhalten teilweise. Wir haben recht früh mit Gaming angefangen, also insgesamt gibt das jetzt schon knapp 7 Jahre bei uns. Bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, wenn man jetzt bei uns Game Art und Game Programming anfängt, wir wollen das sehr praxisnah haben und das ist so in den staatlichen Unis noch nicht vertreten. Ne? Dass es da manchmal Game Design gibt, das wäre so Storytelling von dem Spiel, das ist alles schon bekannt, aber so wirklich sehr praktisch
praxisnah. Das gibt es tatsächlich bisher nur bei privaten Instituten. Und das Ausbildungs- und Studienangebot an staatlichen lässt, gerade wenn es in Bezug auf Gaming dann geht, noch ein bisschen zu wünschen übrig. Was für uns jetzt nicht unbedingt schlecht ist als privates Institut, weil wir da natürlich auch eine große Zielgruppe noch ansprechen. Aber ich sag mal, nachhaltig gesehen würde ich mir da wünschen, dass man auch mit staatlich natürlich in Kooperation tritt, dass man da guckt, dass man aus beiden das Beste rausholt, weil beides hat seine Vorteile. Wir kosten halt viel. Dafür sind wir sehr dynamisch, wir sind sehr individuell, wir haben kleinere Klassengrößen als eine staatliche. Eine staatliche hat halt den Vorteil, sie sind groß, sind meistens halt anerkannt, auch von den Industrien, irgendwie mit dem Wisch auch besser anerkannt. Wir haben aber auch 180 ECTS, wir stehen an der staatlichen Uni in nichts nach. Und letztendlich, das merkt man auch hier auf der Gamescom, es geht immer um Networking. Also gibt es auch zu wenig öffentliche Akzeptanz, Unterstützung überhaupt für den Bereich, oder hängt es daran nicht, eher daran, dass es einfach Studiengänge nicht gibt? Ja, es gibt immer mehr Studiengänge, also das, ich sag mal, das Produktportfolio von staatlichen Unis wird auch immer größer. Da wird jetzt auch die nächsten Jahre, denke ich mal, was kommen, weil die Politik auch erkannt hat, okay, Spiele sind jetzt nicht immer nur schlecht, sondern das ist ein großer, großer Markt, der da ist, wo auch Geld natürlich verdient wird. Aber es ist so, dass das, was man jetzt speziell sucht, wenn man Game Art oder Game Programming sucht, dass ich wirklich speziell entscheiden möchte und nicht ein allgemeines Studium machen möchte, dass man da auf weiter Strecke noch auf leerem Flur steht bei den staatlichen Universitäten und bei privaten eben nicht. Das heißt, von staatlicher Seite wäre es definitiv sinnvoll, da auch die Angebote ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Für uns wäre es gut, wenn der Staat da sagen würde, okay, wir treten an die Privaten mal ein bisschen mehr ran in Richtung BAföG und Finanzförderungsfähigkeiten, weil wir natürlich durch die Kosten auch einen Großteil wieder abschrecken, die dann eher in Richtung Staatlichkeit gehen. Gerade bei Game Programming wollen dann viele dann wieder Informatik machen, weil das hier einfach für die zu teuer ist, obwohl sie speziell Game-Programmierung lernen wollen und eben nicht reine Informatik. Wie sieht es mit den Voraussetzungen aus in der Schule? Wird man da drauf vorbereitet? Es gibt ja die Forderung nach einem Pflichtfach Informatik. Hilft das weiter? Das würde definitiv weiterhelfen, generell den jungen Leuten in der Schule schon ein bisschen mehr, sage ich mal, auch eine Richtung zu geben. Es gibt da Perspektiven auch im Gaming-Bereich und dass das nicht immer so abgetan wird, als wäre das nur Zockerei, sondern dass es da eben auch Arbeitsstellen gibt. Das wäre hilfreich, um den Leuten zu zeigen, guck mal, ihr habt andere Optionen. Ihr müsst nicht mehr die klassischen Berufe der Eltern machen. Die Welt ist im Wandel. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Man sollte viel früher in der Schule beginnen, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen, mit modernen Lernmethoden wie Blended Learning, E-Learning auseinanderzusetzen, Apps und KKG und natürlich auch mit Games. Also auch Games würde ich gerne im Unterricht sehen, und wenn es jetzt durch ein Pflichtfach wie Informatik zum Beispiel ist, dass die Studenten rechtzeitig in Richtung Programmierung geschoben werden, was heutzutage bestimmt über ein Drittel von der Technik ausmacht, die wir benutzen, das würde ich auf jeden Fall sehr gut heißen, weil dann sind die ein bisschen vorbereitet. Wie sieht es denn insgesamt mit dem Image von Games oder der Game-Branche aus? Es spielen immer mehr Leute. Das sieht man daran, dass sich die Zielgruppen ändern, auch die Breite der Spiele ändert und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit? Die wird immer besser. Das liegt vor allen Dingen an so Veranstaltungen wie jetzt der Gamescom natürlich auch, wo auch mediale Aufmerksamkeit dementsprechend ist, wo gezeigt wird, dass Spiele eben nicht nur irgendein Standardkram ist, den man zu Hause mal zockt, sondern dass da Entwicklung drinsteckt, Herz drinsteckt, eine Story drinsteckt, dass sich Leute echt Gedanken machen, dass es ähnlich wie bei Musik ist, dass man da teilweise halt Leute findet, die eine Akzeptanz für so ein Spiel haben und Leute hat, die das natürlich nicht so toll finden, aber Geschmäcker sind ja verschieden, Gott sei Dank. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt Gamescom zum Beispiel gibt, um das einfach ein bisschen nach außen zu tragen. Aber im Generellen würde ich sagen, die Akzeptanz für sowas steigt definitiv. Wäre natürlich schön, wenn es jetzt in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr wird. Vor allen Dingen, dass die älteren Generationen sich vielleicht mal mit den Jüngeren auseinandersetzen, anstatt immer zu sagen, ihr zockt zu viel, vielleicht zu verstehen, warum die zocken. Weil ein Großteil der Jugendlichen zockt nicht, weil die einfach nur zocken wollen, sondern weil alles andere ein bisschen langweilig geworden ist und weil es perspektivlos geworden ist. Man kriegt ständig nur gesagt, man muss in allen Noten gut sein, muss überall eine Eins haben, um irgendwo studieren zu können. Man baut zu viel Druck auf und dann flüchtet man natürlich gerne in eine virtuelle Realität oder eine andere Realität von Computerspielen, wo alles ein bisschen anders abläuft, lockerer abläuft, man auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung hat, ein bisschen selber entscheiden kann, was man machen möchte. Deswegen wäre es schön, wenn man da wirklich auch in Gespräche kommt, einfach von Generation zu Generation, damit das nicht immer so abgetan wird als die Zocke nur, weil das tun nicht alle. Das machen viele definitiv, aber ich denke mal, wenn man dann zum Beispiel in den Schulen das auch ein bisschen mehr, sag ich mal, da reintragen würde, dann würden die Leute weniger viel zocken, sondern ein bisschen mehr mit Verstand zocken und sagen, okay, ich spiele ein Spiel und will vielleicht später in so einer Industrie auch mal arbeiten. Als letzte Frage
Frage noch, wohin geht's denn bei den Games? Also wenn ich jetzt Spiele entwickeln möchte, auf was sollte ich da besonders achten? Weil wohin gehen die Trends? Was wird in Zukunft passieren? Also der aktuelle Trend, wenn wir von großen Publishern reden, ist momentan Grafik natürlich. Das heißt, da wird aufgebohrt bis zum geht nicht mehr. Es soll so realistisch wie möglich aussehen, soll sehr interaktiv werden, jetzt gerade durch so Virtual Reality Games natürlich, dass man die Möglichkeit hat, wirklich voll immersiv in ein Spiel einzutauchen. Das wird auf jeden Fall der Trend 2017 sein, dass da mehr Software zukommt. Wenn man sich generell den Markt anguckt, ist auch die Absatzrate natürlich von Online-Spielen und Apps gestiegen. Gerade durch so kleine Apps wie Snapchat und KKG kann man sehr schnell viele Spiele viral durch die Gegend tragen, was natürlich auch dafür sorgt, dass die App-Verkäufe in solchen App-Shops wie Google Play steigen bis zum geht nicht mehr. Also ich sehe da definitiv im Online-Markt, da wird noch einiges passieren. Und natürlich Virtual Reality und Augmented Reality, sprich, dass man wirklich in der Lage ist, zu sagen, dass wir in Richtung Hologramme auch mal denken, dass man wieder anfängt, auch vielleicht Gesellschaftsspiele von früher wie Monopoly halt nicht mit einem Brett zu machen, sondern tatsächlich mit einem Hologramm, wo Animationen ablaufen können, wo eine Interaktion stattfinden kann, die ein bisschen anders ist als bei den klassischen Spielen, wie wir sie kennen. Das kenne ich auch schon aus Science Fiction und da ist ja einiges auch schon bisher wahr geworden, was wir da gesehen haben. Von Tablets angefangen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, da bin ich immer wieder gerne. Dankeschön, dass Sie uns hier Auskunft erteilt haben gerne. Was man so machen kann, wenn man Games entwickeln möchte. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit Ihren Studiengängen. Danke.